Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Streckenpreview. Wir sind gerade am Start vom Blindsee-Trail. Ich bin den ganzen Weg gestern schon mal gefahren. Kann ich dazu sagen, es wird sehr viele Stücke geben, an denen man auch bergauf treten muss. Ein paar werde ich skippen, weil sonst das Video einfach zu lang wird. Von daher, wir starten jetzt aber mal rein und dann werde ich nochmal ein, zwei Takte dazu sagen. Also, let's go! Grundsätzlich bleibt erstmal noch zu erwähnen, es ist eine schwarze Strecke. Liegt aber vielleicht so ein bisschen da dran, weil auch die geradeaus und bergauf Passagen zum Teil nicht so einfach sind. Hier gibt es so ein paar Schiebestellen, aber grundsätzlich ist hier eigentlich nichts Schweres bei dem Weg dabei. Ist aber von dem Panorama her auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also man sollte hier auf jeden Fall ein bisschen Kondition mitbringen. Die Bergaufpassagen sind zum Teil, auch durch die ganzen Steine, sehen sie nicht so einfach. Für manche ist hier vielleicht ein E-Bike die richtige Wahl, aber tatsächlich komme ich hier mit einem normalen Trailbike sehr, sehr gut zurecht. Sieht man schon einige Passagen mit vielen Steinen. Hier erfordert es dann doch bergauf so ein bisschen Fahrtechnik. So, dass es nicht nur bergauf geht, sieht man jetzt hier, wir haben einmal so eine kleine Kuppe erreicht, jetzt geht es hier bergab, aber was hier alles vor uns ist, das werdet ihr gleich noch sehen. Also wir starten jetzt mal ganz normal rein. Aus. Danke, danke. 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 Ah, man muss hier ein bisschen aufpassen, das ist so ein sogenannter Share Trail. Hier kommen man tatsächlich auch mal Wanderer entgegen. Servus. Und das hier ist zum Teil echt gefährlich. Hier ist echt mega viel loses Geröll. Wie man hier sieht. Kurz anhalten. Ich habe immer das Gefühl, irgendwas ist locker. Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Oh, ist mein Bremssattel locker. Alter Falter. Huh.
Dann halten wir mal kurz an. Heilige Scheiße. Leute, immer wieder kontrollieren. Ich habe tatsächlich vor dem Urlaub nicht alles gecheckt. So, wieder alles fest. Kann es weitergehen. Und hier fängt es an, sehr, sehr steinig zu werden. Jo. Und hier haben wir schon den ersten sehr, sehr coolen Blick auf den Reschen, ach nicht, sorry, Reschensee, das ist ja dann mein nächster Punkt, auf den Blindsee. Das ist ja der Blindsee-Trail. Aber hier gibt es eigentlich noch einen sehr coolen Aussichtspunkt. Jetzt werden viele die Hauptbremse verfluchen, die hier so schön im Hintergrund quietscht. Aber ich finde es dennoch geil.
Hier vorne habt ihr es sicherlich gesehen. War ein Schild mit Schiebestrecke. Das Ganze sollte auch, denke ich mal, beachtet werden, weil wenn da vorne, wie man sieht, der Wasserfall runterkommt, hier vorne ist so einer, kann es natürlich auf den Steinen echt mega rutschig werden. Aber zu Fuß ist es hier auch nicht so viel besser. Ja, also hier vorne, wenn man hier runterfällt, sicherlich nicht ganz so geil. Sehr, sehr cool. Ich kann mal so ein paar Sekunden verweilen. So Leute, das Freeride-lastige von dem Blindsee-Trail ist jetzt quasi vorbei, das ganze Verblockte. Jetzt geht es hier weiter nach der langen Forststraße auch zu dem Blindsee-Trail. Der ist allerdings jetzt nur noch sehr, sehr tretlastig um den See herum. Einige paar schöne Stellen sind auf jeden Fall mit drin. Ich werde da noch ein bisschen was mit rein skippen, allerdings nicht zu viel, weil das Video sich nicht allzu stark in die Länge ziehen soll. Genau. Ich nehme jetzt noch ein bisschen was mit rein. Prost. Oh, Prost. Unten angekommen habt ihr einen sehr, sehr coolen Blick auf den See, wo ihr auch nochmal ein Bad nehmen könnt oder einfach kurz verweilen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!